Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung, begrüße Sie alle sehr herzlich mit einem frohen Glück auf, freue mich, dass Sie da sind, und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es ist verteilt noch ein Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, ein wichtiges Zeichen für die heimische Wirtschaft, Drucksache 203776. Dringlichkeit wird bejaht. Dann ist das Top 92 und kann mit 76 aufgerufen werden. Ist so. Außerdem eingegangen ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Weiterbau der Bundesautobahn 49, Drucksache 20377. Ebenfalls die Dringlichkeit bejaht. Jawohl. Dann ist dies Top 93 und kann mit 48 und 85 aufgerufen werden. Auch klar. Es ist mir mitgeteilt worden hier zu den aktuellen Stunden, dass es vernünftig ist, dass wir die aktuelle Stunde Top 79 direkt nach der aktuellen Stunde der Fraktion der AfD Top 74 aufrufen. Das ist ja ein gemeinsamer Sachverhalt im weitesten Sinne. Ich gehe davon aus, da gibt es keine Probleme mit. Dann würden wir die Tagesordnung so ändern. Also nach 74 käme 79. Ich sehe Einvernehmen. Kommt noch, bitte, langsam. Das ist also so einvernehmlich gemacht. Dann zu der aktuellen Stunde Top 79 soll aufgerufen werden mit dem Antrag der SPD-Fraktion, der Tagesordnungspunkt 57, das ist die Drucksache 3683. Und die würden wir dann heute Abend abstimmen. Auch in Ordnung? Gut, dann halten wir das auch so fest. Anderen aktuellen Stunden machen wir dann in der Reihenfolge, wie es war. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen. Im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen beginnen wir mit den aktuellen Stunden. Einstündige Mittagspause. Dann geht es weiter mit dem Punkt der AfD. Drucksache 203678. Es fehlen heute entschuldigt Abgeordneter Dirk Graf von der AfD, die Abgeordnete Regine Müller von der SPD und die Frau Staatsministerin Prof. Sinemus ab 16 Uhr. Gibt es weitere Entschuldigungen? Haben wir irgendwas? Nein. Dann ist dies so. Dann können wir das auch festhalten. Ja, meine Damen und Herren, zum Fußball gibt es wenig zu berichten. Das muss ich sagen, außer dass die Landtagself immer noch ungeschlagen ist. Im ganzen Jahr. Das ist ein großer Erfolg. Das ist ein großer Erfolg. Und was auch bemerkenswert ist, wir hatten ihn ja oft zitiert, unseren Staatssekretär Marc Weinmeister, den Tormann, der hat in diesem Jahr noch kein einziges Tor gefangen. Also das ist eine ganz große Leistung. Er ist damit besser als Neuer, kann man fast sagen. Gut. Die Eintracht. Nennen Sie, nein, Eintracht hat eigentlich einen ganz guten Start gemacht in die Bundesliga. Das können wir auch hier würdigen, wer das würdigen will. Und, aha, René, du outest dich, das ist nicht so gewünscht. Die Offenbacher Kickers sind auf dem Weg in die Bundesliga, das kann man auch sagen, das geht munter voran. Aber auch Steinbach, das ist Lahn Dill da oben, ne? Ist auch eigentlich auch ganz gut unterwegs. Und wenn wir vom Fußball sprechen, meine Damen und Herren, Sie würden das vermissen, wenn ich auch nach der gestrigen Debatte, die wir hier im Landtag hatten, nicht darauf hinweisen würde, auch den Innenminister darüber informieren würde, dass unsere Bayern nach dem Gewinn des europäischen Supercups gestern Abend auch den deutschen Supercup gewonnen haben. Dazu wollen wir herzlich gratulieren. Ja, sehr zurückhaltend, aber auch der Ministerpräsident hat sich jetzt geoutet, dann sind wir ja sehr froh. 5 Titel. Meine Damen und Herren, wir sind doch neutral hier. 5 Titel in einem Jahr, das gibt es selten, und der 6. wird auch noch kommen. Und ich bitte mich nicht anzugreifen. Ich bin hier unantastbar in diesen Fußballfragen, das wissen Sie. Also nehmt es mal erfreut zur Kenntnis, dass das so gekommen ist. Und auch der Innenminister weiß jetzt, wie das Spiel ausgegangen ist, weil er gestern nachgefragt hat. Gut.